Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Na, wie heißt's? Und dem Anduin, hallo, grüß euch. Und der Tifra, grüß euch. Ja, nächster Einsatz, den werden wir geradeaus laufen, erschwimmen. Ja, genau. Aber dann müssen wir retour auch wieder laufen. Dann, ja, du kannst sie mit Auto fahren. Genau. Los geht's. Ich werde ihn mitnehmen. Der Stärkste. Achtung, Tibor voraus. Bitte. Boah, das war knapp. Ui, ui. Ja, so wie du fährst. Ja, man kennt mich nicht anders. Na, wo springst du denn meilenweit weg von dir? Ah, oh, diese Fußgänger wieder. Ich werde da gleich. Nervöse Fußgänger. Durchs Unterholz krabbeln. Aha, da ist Santa Blanca voraus. Santa Blanca voraus. Okay. Das Kartell, wie wir es lieben und kennen. So, ich schlag mich da mal ins Unterholz. Na, da bin ich schon. Achso, du auf die EOW. Ich bin am Fluss. Ja, magst du einmal die Nahkampfschicht? In der Nähe treiben sich Gegner rum. Dinge, glaube ich. So, ich schmeiß mich da einmal her. Und werde einmal markieren, oder? Mhm, 1, 2, 3, 4. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Oh, aufpassen, irgendwo da ist Unidad da noch. Ja. Siehst du die? Markierst du die vielleicht? Wo ist die dazukommen? Muss man schon am Radar haben. Ach, immer steht's gleich auf die Nuss. So, dass es da wirklich nirgends einen Coffee to go gibt. Den, oder einen Kaffeehalter. Beim Sniper-Gewehr. Ich habe mir meinen einmal markiert mit 1. Bei den sehe ich ständig. Ups. Und sie haben mich schon. Ich bin in den Raum gelaufen. Das ist nicht gut. So. Ich bin nämlich jetzt die da auch alarmiert. Ja, jetzt kannst du das wegschießen. Ja, super. Ups. Ah. Okay. Scheiß Felsen. Achso, die haben dich. Ey, das sagt doch was. Achso, ich dachte, du siehst das auf dem Übersichtsfenster. Abmarsch, Abmarsch. Das nennt man Ablenkung. Mhm. Gelungen. Mhm. Hast mich vom Ziel abgelenkt. Genau. Wie viele Sekunden hast du noch? Zahlt es ja aus? Ich bin schon im Weg zu dir. Okay, gut, dann laufe ich nur ein Stück retour, oder? Ja, passt. Warte. Du kommst ja sowieso weiter hinten. So, also willst du rauf oder? Ich gehe gleich wieder über die Straße, das ist wurscht. Okay, dann lassen wir aber vorher nach oben. So beruhigt haben sie sich ja wieder. Ich bin am Friedhof. Also. Ja. Wollte ich nur kurz sagen. Das ist nicht das Beunruhigende. Das Beunruhigende ist, dass du dabei sprichst und dich bewegst. Das macht Sorgen. Okay, sollte ich die Straße queren und von der anderen Seite? Also das Liegen auf Felsen, das hat ganz was Eigenes. So, nein, ich würde auf der Seite bleiben, weil damit bist du ein bisschen erhöht. Alter, was die aushalten? Ja, natürlich. So, den einen habe ich. Upsa. Der nimmt zwei Kugeln, das gibt's ja nicht.
So. Lade nach. Ja. So, einer ist noch. Achtung, es kommt auf Verstärkung. Okay. Dann. Ich hoffe mal, dass sie mich nicht im Kram liegen. Ach, Kacke. Mir wechselt er gerade, also tut er Munition noch. Okay, so. Das war der gleiche, auf den wir da jetzt. Er macht ja nichts. Und da runter die Straße runter muss auch. Hey, das wäre ein Hammergeschütz. Irgendwo da unten ist noch einer. Und zwar krabbelt da neben dem Hammweg, glaube ich, in den Büschen müsste er wo sitzen. Wenn ich es richtig sehe. Ja. Am besten ich hüpfe auf dem Hammweg und mähe mit der Kanone durch. Na, warte mal. Da in den Hügel runter und nähert mich vor. Ah, ich sehe ihn. Also, er sieht mich hier eigentlich. Da ist er. Ah, okay. Sauber. Gut. Da war ich gerade richtig aufgeregt. Und deaktiviert das Teil. Wir müssen es bis zur nächsten Antenne schaffen. Schnell. Wie, was? Ich hab's deaktiviert. Ja, aber irgendwas ist jetzt da. Da jetzt dürfte Verstärkung anrücken oder so. Also es zählt jetzt den Counter herunter. Okay, 55. Oder es sprengt das Ganze. Das kann natürlich dann auch sein. Sollten wir fahren. Ich sitze im Auto und mit dem... ja, ich bin ein bisschen weiter weg. Was tust du jetzt? Ich schieße mal drauf. Nein, bitte. Wir haben vielleicht noch die Hälfte der Zeit. Vorwärts! Was war das? Okay. Es ist, bei uns ist die Stimme, die Ingame-Stimme so leise. 900 Meter in die Richtung, wo ich laufe. Ach so, wir müssen dort jetzt hin. Schaut so aus. Darum dachte ich mir mit dem Auto. Ich lauf mal. Okay. Das geht ja nicht rechtzeitig aus. Komm, drüber da. Lass ein, sonst kommen wir hier nicht weiter. Nein, wir hätten glaube ich doch mit dem Auto fahren sollen. Ja, nein, ist schon vorbei. Na gut. Aber ich hab das auch nicht verstanden, das ist immer so leise. Ist so leise, gell. Ist das jetzt schief gegangen oder was? Mhm. Ach, kack. Na ja, gut, das wird glaube ich nur mal starten. Ja, wir haben doch eine Waffenkiste und einmal Nebeneinsatz Fahrzeugabwurf. Ja, machen wir mit dem Fahrzeugeinsatz. Fahrzeugabwurf, okay. Fahrzeugabwurf, ja. Ich komme mit dem Handy. Ach, das ist fein, ja. Nimm mich bitte am Friedhof auf. Jupp. Ups. Was, warum zeigt es mir jetzt dann Netzwerkstation beitreten bei dir? Manchmal verstehe ich dieses Missionssystem da nicht ganz. Nein, vielleicht weil ich den Schalter umgelegt habe, aber der Nebeneinsatz ist ja gescheitert. So, jetzt habe ich es.
Nein, nicht Passagier. Aussteigen. Da haben wir extra schon so weit vorne hingestellt. Ja. So, sehr gut. Das macht Sinn. Schon ein wenig schnell, oder? Da hinten waren ein paar Kartellis. Nein, du, das sind normale Bürger, nicht schon wieder. Nein, da hinten beim Motorrad. Stimmt. Du kannst ja noch näher ran. Ja, was ist denn mit dem? Da ist nur eine Kiste, da sind gar keine Leute. Schau. Kiste, Kiste. Ja, da weiter vorne stehen sie schon. Ich hole mal die Kiste. Achtung. Was? Geh weg. Ja. Ich komm nicht weg. Ja, ich komm auch nicht weg. Ich komm nicht weg. Oh, ich steck da mal rein, dann kommst du vorbei. Ich komm auch nicht weg. Die Kiste steht ein bisschen sehr nah. Sorry, aber ich komme nicht weg, ich kann nicht aufstehen, gar nichts. Das ist ein Fehler im... Ich komme auch nicht zum Motorrad. Gar nichts. So. Ich habe mich ganz hingelegt, dann kann man rauskrabbeln. Echt? Einfach nach hinten, ja. Das ist wild. Na, komm ich auch nicht weg. Aber die Vorklär weg. Ich bin da richtig schön eingeklemmt. So, zumindest ist sie mal jetzt eingestiegen. So, du kannst jetzt mit einer Taste in Sitz wechseln, und zwar mit der mittleren Maustaste. Ja, ich weiß, aber da komme ich nicht aufs Geschütz. Das Geschütz ist separat. So, kannst du aussteigen? Ja, kann ich. So. Und jetzt ist das Busch. Bitte schön. Beach. So. Nehmen wir die Kiste damit. Ach, da ist auch noch eine. Gut, Eine Kiste hier. Wir lassen Ihre Band wissen, wo Sie den Nachschub finden. Sie können nicht uns später aufs Motorrad. Hallo? Ja, das ist, wenn so nah etwas bei den Kisten ist. Da haben wir vorher in dort bei den Motorrädern das Problem. Mhm. Ich hatte das ja schon bei einer der ersten Folgen, da ich da mal drin gehängt bin. So, ja. Dann nach vorne, ich glaube, da war auch noch eine Kiste da. Da nicht mehr, oder? Da drinnen da. So, dann nehmen wir die auch mit. Immer dieses Aus- und Einsteigen. Hab sie. So. Etwas ramponiert schon, unser neues Fahrzeug. Ah ja, das war jetzt. Radio aus. So. Und da vorne den Schaf links. Ich bin ja in der Botanik. So, und da rechts rauf. Und da kommen jetzt tonnenweise Kartelltypen. Ist das eine Garage gewesen? Da waren wir doch schon mal. Ja, aber das hatten wir schon gemacht.
Unser Schweb bringt noch uns. Achso, wir müssen dann noch weiter. Ja. Okay, aber das können wir umfahren. Dann nehmen wir die Straße, der zeigt uns kürzeste. Ich schau da die Mutter habe. Ja. Die ist gerade aufgegangen. Okay. Ja, ja, das ist die Garage. Mhm. Oh, da kommt der Wagen, der gehört uns. Nein, der schießt nicht. Warum? Für den kriegst du normale Informationen. Okay, da vorne sind wieder welche. Wir brauchen keine Munition, ja. Informationen. So, die Kiste gehört auch uns. Das Auto kommt mir jetzt kürzer vor. Kürzer? Mhm. Etwas zusammengestaucht. Moment, ich fahre. Gut. So, jetzt müssen wir da rauf, oder? Markiert ist zwar nichts mehr, aber okay. Wir kommen so näher. Vor dem nächsten Bolivien-Einsatz haben wir wirklich nichts zu essen. Okay. Ich glaube, ich steige aus. Okay, raus. Ich glaube, da sind gar keine. Zumindest wird mir nichts angezeigt. Fahrzeugabwurf, okay. Hier. Oh, da. Hey, da sind Feinde. Was? Es wird. Ah ja, jetzt. Ist das mit der Minigun im Auto, oder? Ach, das wäre eine Idee, ja. Dann fahren wir einfach rein und du säuberst. Schauen wir mal, ob das so geht. Wo geht denn die Straße jetzt hin? Achso, die geht da gar nicht rein, oder? Nein, aber das haben wir. Ja, so. Oh. Schön langsam, mir wird wirklich. Wirklich. Und du, ich kann da sowieso nicht schnell fahren. Okay, ich sehe keinen. Ja. Nichts. Hm. Muss ich doch die wieder sind aussteigen. Im Gebäude wahrscheinlich. Ja. Oh, das. Jetzt zeigt ja richtig viel an. Ich esse das. Nein, ich will die Lama. Soll ich oben? Kannst du, ja. Ich geh da mal rundherum. Sag mir wo. Okay, da komme ich nicht rein. Also da unten ist alles zu. Ja, oben auch. Ich komme da nicht rein. Ich verstehe das nicht ganz. Ja. Die kann ich auch nicht aufmachen. Da ist auch kein zweiter Eingang. Haben wir was zu sprengen? Ich sehe hier ein Sicario-Team beim Reifenstapel. Oh. Bist du jetzt doch wo drinnen? Nein. Jetzt sehen wir es plötzlich. Reifenstapel, hm? Ah,
hinten. Kann man im Nachbarsgebäude? Kann das sein, dass das irgendwie der Fehler ist? Ein Bug oder so? Stimmt doch was nicht. Mhm. Jetzt trennen sie die Händel. Die Frage ist, ob sie rauskommen. Vielleicht können die nirgends raus. Die wissen, wir sind hier. Vorsicht. Ja, aber. Aber ich komme nicht rein und die nicht raus. Mhm. Nämlich auch die Türen alle. Ich kann sie auch nicht öffnen. Nicht verwenden, weil ab und zu kann man Türen auch eintreten. Ja, ja. Sie sind alle in den Raum. Das ist klar. Das würde mir die Tür da anzeigen. Sprengen Sie einen. Wir brauchen eigentlich nur lesen. Sprengen Sie einen der Stationseingänge. Ja, cool. Ja, mit was denn? Ja, genau. Und kann mir jemand sagen, mit was? Das muss ich mal alles kurz schauen. Sie beruhigen sich. Die denken, ja. Wir wären fort. Folge haben wir auch schon durch. Ich würde sagen, wir schauen jetzt da kurz zwischen der Aufnahme, ob wir irgendwas killen können, weil wir haben beide noch nicht Sprengstoff geskillt, ne? Dass ich es rausbringe. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten. Ciao. Ciao. Ich hab vier, okay, vierer. Fernglasmine habe ich schon. C4. Das lerne ich mal, oder? So, jetzt haben wir C4 und jetzt müsste das. Was ist jetzt? Ich habe mit der Superschorte einmal geschossen. Also. Der war nämlich. Und ich müsste jetzt eigentlich bei der Ausrüstung Mine C4. Anzahl 2. Die Kamele, was sollen wir tun? Ich habe jetzt die Splittergranate und ich muss da irgendwo. Ah, wo ist die Tasten? Tastatur und Maus. Tastenbelegung. Objekt benutzen, Objekte durchschalten mit 4. Achso, das wird der Vierer da sein. Jawohl. C4. Du hast mit F4 durchgeschalten, oder? Nein, mit 4 hab ich sie. Okay. Alles gut, sie beruhigen sich. Die denken, wir wären fort. So, C4. Da zeigt er mir so einen Schrägstrich an. Stimmt aber nicht. Granate! Was hast du jetzt gemacht? Ich habe eine Splittergranate geworfen. Auf G. Und du hast den Eingang aufgemacht, oder was? Ja.
Objekt benutzen. Jetzt ist er offen. Ach. So, und jetzt haben wir einen Countdown drin, ne? Ach so. Naja. Schon. So, wir müssen das, das geht ja wieder mal los. Zu spät. Das Kartellgelaber geht weiter.